Hi Leute, ich habe deine Zeit verschwendet und genauso habe ich meine Zeit verschwendet. Das ist was, wo ich in letzter Zeit wirklich gemerkt habe. Und ich habe gemerkt, ich habe keinen Bock mehr drauf, Zeit zu verschwenden. Und ich hatte häufig dieses Gutmenschen-Ding. Man denkt, man kann da irgendwie jedem helfen oder so. Und viele sind gerade einfach nicht an dem Punkt, dass sie überhaupt erkannt haben, was die Infos für einen Nutzen haben, weil es nicht einfach nur Infos sind, die ich weitergebe, sondern einfach aus der Erfahrung heraus. So, und allgemein im Internet sowieso. Alle möglichen Leute unterwegs. Also die absurdesten Sachen, die passieren, wo dich irgendwie Leute anschreiben. Neulich hat mich jemand anderes geschrieben und ich hatte ein kostenloses Strategiegespräch. Das ist, was ich anbiete. Kann man sich bewerben auf meiner Website. Also wenn du da auch Lust drauf hast, kannst du gerne machen. Biete ich an für Leute, die wirklich interessiert dran sind, die Infos zu schätzen wissen und das vor allem auch umsetzen. Weil ich habe gemerkt, häufig kommen Leute, wollen eigentlich nur über irgendwas reden, sind irgendwie noch auf der Suche, was das Richtige ist mit Ernährung und so weiter und erzählen mir dann irgendwie was von wegen, hast du mal das ausprobiert und was weiß ich. Hören dir gar nicht richtig zu, sind gar nicht bereit, dazu Infos zu lesen. Und ich habe so oft da so viele Kommentare beantwortet, stundenlang E-Mails beantwortet, jeden Tag. Ich habe gemerkt, es geht so einfach nicht. Jetzt bin ich so an den Punkt gekommen. Ich gemerkt habe, ey, ich kann mich nicht richtig um die Leute kümmern, um die ich mich eigentlich kümmern möchte. Und eigentlich möchte ich mich wirklich richtig um dich kümmern, wenn du da Bock drauf hast, wenn du gemerkt hast, ey, das klingt logisch. Du hast vielleicht die ersten Schritte schon gemacht, hast da Sachen ausprobiert. Tja, bist davon begeistert und möchtest es wirklich umsetzen, möchtest deine Ernährung Schritt für Schritt umstellen mit Leichtigkeit und den Körper reinigen, um einfach wieder ja, mehr dieses Lebensglück wieder zu spüren, wirklich mehr dahin zu kommen, dass du wirklich wieder in den Glückszustand kommst. Einfach so, ohne dass was ist, ohne dass irgendwie die äußeren Umstände toll sein müssen, sondern dass du wirklich gut drauf bist, auch so. Und das ist so eine Verarbeitung, die ich wirklich in den letzten Wochen, das hat sich so lange gezogen und ich habe gemerkt, ey, so kann ich nicht weiterarbeiten, so kann ich nicht mal irgendwelche Kleinigkeiten finanzieren, wo ich irgendwie mal an der Webseite was mache. Ich mache eigentlich gar nicht mehr den Job, den ich machen möchte. So. Ich helfe euch gar nicht mehr so viel, weil ich irgendwie beschäftigt bin, irgendwas an der Webseite zu machen, irgendwas mich um Bilder zu kümmern, um irgendwelche Sachen, die eigentlich nur eine Nebenrolle spielen, wo man damit einfach auch nicht finanzieren kann. So. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ey, das bringt überhaupt nichts. Alles dann komplett umsonst rauszuhauen. Die Leute wissen es nicht zu schätzen, viele. Du wirst hoffentlich anders und weißt es zu schätzen, was da rauskommt und was da zurückkommt. Und das, was ich mache, ist nichts. Nichts Sinnloses, kein Quatsch, es ist aus der reinen Erfahrung heraus. Es funktioniert, wenn du es machst, aber dann musst du es auch umsetzen. Und ich habe keinen Bock mehr drauf, jemandem es zu erzählen, der es am Ende nicht macht, der es nicht ausprobiert hat, der nicht mal diesen Funken Willen hat. So, also wenn du begeistert davon bist, wenn du Bock darauf hast, das umzusetzen, und da eben an gewissen Punkten einfach noch nicht weißt, ne, wo es irgendwie hapert oder dann kommen irgendwelche Heißhungerattacken oder Gelüste oder dass da trotzdem noch ein bisschen Wirrwarr ist und du dir noch nicht ganz klar bist, wie das mit den Ernährungsrichtungen und den ganzen Geschichten zusammenhängt und den verschiedenen Infos.
dann helfe ich dir super gerne weiter und ich habe da mega Bock drauf. Weil das ist das, was ich gemerkt habe. Wenn ich mit jemandem eng zusammenarbeite, dann möchte ich nicht meine Zeit verschwenden, auch nicht die Zeit von jemand anderem, sondern ich möchte wirklich dann ja, mit einer guten Stimmung zusammenarbeiten und zusammenarbeiten, ja, wenn das Ganze resoniert, wenn das Ganze passt. Und deshalb eben auch diese Strategiegespräche, die ich jetzt anbieten wollte, wo einfach jeder, wenn du wirklich Bock drauf hast, wir können dann telefonieren, wir schauen, was es da für Lösungen gibt für dein Problem, was du da machen kannst wirklich. Also du hast so oder so einen Nutzen, ist ganz unverbindliches Gespräch, musst da nichts kaufen oder so, wir schauen da direkt einfach, was dir weiterhilft. Und wenn das eben nicht passt, es muss ja auch von beiden Seiten passen, wenn es menschlich nicht passt, dann ist es auch einfach nicht sinnvoll. Das bringt uns beiden nichts. Und dann muss man da eher schauen, wo du dann sonst Hilfe bekommen kannst. Aber wenn du eben dich da schon ein bisschen informiert hast und einige Videos von mir gesehen hast, da Bescheid weißt, dann ist das eine Möglichkeit. Und ja, wie gesagt, wenn du Lust drauf hast, genau bei deinem Problem zu schauen, hey, was kannst du machen, dann lass uns auch direkt telefonieren. Du musst vorher eben aber nur ein paar Fragen ausfüllen. Dann sehe ich nämlich auch, ob du da wirklich Lust drauf hast. Ich hatte nämlich neulich, ja, dann biete ich das an und dann mache ich Termin aus und dann wird mir vorher, kurz vorher der Termin abgesagt. So, oh nee, lieber wann anders. Ich habe extra in die Mail geschrieben, ey, das ist ein einmaliges Angebot, wenn der Termin dann nicht gepasst hat. Ich biete dir umsonst an, mit dir zu sprechen und dann versetzt du mich. So, das ist wirklich absurd, was manche Leute da machen. Und ja, die ganze Zeit war bei mir vielleicht der Schmerz noch nicht groß genug, um da wirklich diese Erkenntnis draus zu ziehen, wirklich jetzt konsequent mal Nein zu sagen. Dieses Nein sagen, das war ein Thema lange bei mir, dass ich ja immer dachte, hey, da jedem was zu helfen, aber am Ende tut man niemandem was Gutes, wenn derjenige da nicht bereit ist. Und deshalb möchte ich mit den Leuten zusammenarbeiten, mit dir zusammenarbeiten, wenn du bereit dazu bist. Und dann mit Spaß und Freude gehen wir dann den Weg Schritt für Schritt, schauen da, setzen uns die Ziele, schauen, wie du da hinkommst, was da die möglichen Schritte sind, wo du da stolpern könntest, was du beachten solltest beim Fasten, bei der Umstellung eben. Nicht da irgendwie mit 30 Tagen starten und dann irgendwie Mono essen und solche Geschichten, wo einfach dann häufig bei rauskommen. Ja, und das ist einfach nicht sinnvoll und bringt dich körperlich nicht weiter. Das war's eigentlich. Das musste jetzt nochmal raus. Das ist wirklich das, was bei mir die ganze Zeit sich verarbeitet hat. Jetzt hat sich so gewandelt und jetzt habe ich auch wieder voll Bock drauf, da in eine richtige Richtung zu gehen. Weil, ja, in letzter Zeit, ich habe jetzt auch gemerkt, innerlich war es so, hey, hat sich immer mehr so mein Bild verändert, ne? Sonst hatte ich voll Bock drauf. Ich wusste, wer hinter dem Bildschirm da sitzt, wenn du da sitzt, dass du da richtig Bock drauf hast auf die Videos, dir die anschaust, so. Und jetzt war es teilweise so, ich habe immer mehr gemerkt, ey, vielleicht auch, weil ein bisschen größere Reichweite langsam kommt, dass irgendwelche Leute manchmal die Videos schauen und doch überhaupt nicht an dem Punkt sind, damit gar nichts anfangen können. Und gemerkt, da muss man sich einfach ein bisschen abgrenzen, sich kurz halten. Man kann sich da nicht um jeden leider persönlich kümmern. Und es bringt auch nichts, wenn jemand an dem Punkt ist. Und deshalb, ja, wenn du die Videos schon länger schaust, Bock drauf hast, mich kennst, dann sehr gerne, dann lass uns gerne sprechen. Gerne in einem kostenlosen Strategiegespräch, genau. Und dann schauen wir, wenn du die Zeit zu schätzen weißt eben. Also kannst dich unten drunter bewerben, wie gesagt, der Link ist unten drunter. Und ja, dann freue ich mich drauf und das musst du jetzt mal raus. Tja. Und wenn dir der Kanal ansonsten gefällt, dann abonnieren und teils mit der Welt. Wenn dir die Infos irgendwie geholfen haben, dann teils, erzähl's weiter. Und
dann genieß. Genieß die Natur immer zwischendrin. Und schalt auch mal ab. Mach's gut. Ciao.